Servus und hallo liebe Freundinnen, Freunde, Bernd hier, und in diesem Video will ich mit euch ein paar Orchideen umtopfen. Und zum einen ist das die Phalaenopsis, die vermutlich am häufigsten bei euch vertreten sein wird am Orchideenfenster. Dann will ich eine Odontoglossum-Hybride umtopfen. Es wird wahrscheinlich so die zweithäufigste Orchidee sein, wenn man jetzt noch Oncidium und Colmanara und so weiter mit einbezieht. Und dann zum Schluss möchte ich mit euch eine Cattleya umtopfen. Zunächst beginnen wir mit der Phalaenopsis. Ich habe hier zwei Pflänzchen. Die sind schon relativ trocken. Das ist beabsichtigt, denn ich wollte das etwas abwechslungsreicher machen. Das heißt, ich werde eine Pflanze in Colomi und in das Orchitop einpflanzen. Dann werde ich eine Pflanze in normale Orchideenerde einpflanzen, die Terabril-Orchideenerde. Und dann können wir gleich den Vergleich ziehen über die nächsten Wochen, wie sich die Pflanze entwickelt hat. Wir sehen hier die Phalaenopsis. Es sind zwei gleiche. Es ist eine Primärhybride aus Phalaenopsis wilsoni, gekreuzt mit einer Doverense. Das heißt, eine sehr interessante Primärhybride. Die sind schon relativ trocken. Die Wurzeln schauen auch nicht mehr so super gut aus. Nur noch ein paar gute Wurzeln. Und so gesehen ist das genau das Richtige, um die Pflanzen einfach mal zu versuchen zu retten. In das Orchitop werde ich die Pflanze einpflanzen mit den besseren Wurzeln, und die andere werde ich in normale Orchideenerde einpflanzen, weil die normale Orchideenerde wird vermutlich mehr in diese Richtung gehen beim Thema Orchideen retten. Wenn wir jetzt hier einfach mal einen Blick auf das Substrat werfen, Ausgangsstoffe sind Hochmoortorf, also Sphagnum, Nadelholzrinde, Perlite, Kalk und NPK-Dünger. Bedeutet, da ist schon alles drin. Bei Colomi, das ist ja auch ein Substrat, das 5 bis 8 Jahre der Pflanze Nährstoffe liefert, bedeutet relativ vergleichbar, auch wenn das in Colomi ein mineralisches Substrat ist und das bei der normalen Orchideenerde ein organisches Substrat ist. Aber nichtsdestotrotz fangen wir doch einfach mal an. Hier in diesem Topf ist noch ein bisschen altes Orchideensubstrat. Hier ist neues Orchideensubstrat. Wichtig bei Orchideensubstrat ist an sich ein höherer Anteil an Pinienrinde bzw. an Zusatzstoffen, die das Substrat leichter und lockerer machen. Die ganz vertrockneten Wurzeln kann man problemlos abschneiden. Wenn jetzt hier noch ein bisschen Rest übrig ist, wo sogar noch ein paar grüne Wurzeln vorhanden sind, könnte man das als Basis nehmen, dass die Pflanze sich noch mit Feuchtigkeit versorgen kann. Alles andere kann man abschneiden, sofern es wirklich schon komplett vertrocknet ist. Und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen die Pflanzen, werde ich vermutlich ins Gewächshaus stellen, sehen, ob die Pflanzen sich erholen oder nicht. Die sind jetzt so lange trocken gestanden, dass es, ich behaupte jetzt einfach mal, nur funktionieren kann. Die Pflanze wird jetzt einfach hier in den Topf gesetzt, hat zwar nicht mehr wirklich viele Wurzeln, deswegen ist hier in dem Fall das gar nicht mal so schlecht, dass hier ein höherer Anteil an Torf, also Sphagnum, enthalten ist. Torf ist ja nichts anderes als das Endprodukt, wenn sich Sphagnum komplett zersetzt hat. Im Prinzip wäre das auch schon alles. Und jetzt kommen wir zum Orchitop. Da machen wir das Gleiche. Heißt, wir brauchen das Orchitop. Hier machen wir jetzt alle kaputten Wurzeln weg. Da, wo noch grüne Wurzeln vorhanden sind, das können wir so belassen. So, jetzt schaut es ganz gut aus. Vielleicht kann man hier sogar noch die Wurzel ein bisschen wegmachen. Zu viel sollte man nicht machen. Man sollte auch nicht in die gesunde Wurzel schneiden. Ist immer schlecht. Jetzt müssen die Wurzeln so sein, dass sie praktisch noch bis nach unten reichen. Und jetzt füllt man das Ganze einfach nur auf. Und wie in den Orchitop- und Colomi-Videos gesagt, schon immer nur ganz vorsichtig hineinrieseln lassen. Damit das Ganze farblich etwas passt oder bunter wird, mache ich einfach noch ein paar blaue Colomi-Steinchen rein. Jetzt ist das Ganze schon einmal, da fehlt noch ein bisschen was, ist das Ganze schon etwas besser. Und dann ist es schon mal gut. Vom Prinzip muss man das nur bewässern. Dazu reicht das, wenn man das Colomi einfach mit Wasser einsprüht. Kann man mit dem anderen Substrat auch machen, sofern das noch nicht nass genug ist. Und jetzt haben wir schon mal die zwei Pflanzen, die wir vergleichen wollen. In Anführungsstrichen
gerettet. Und jetzt kümmern wir uns um diese eine Stuartiana, die hier steht und verblüht ist. Hier, der Blütentrieb ist schon total braun, trocknet schon ein. Bedeutet, hier ist sowieso schon klar, aus dem Blütentrieb wird nichts mehr. Man sieht das an dieser rosa-rötlichen Färbung. Der Blütentrieb ist durch, das heißt, diesen kann man abschneiden. Das war's. Da passiert auch nichts mehr, wird auch nichts mehr kommen, aller Voraussicht nach. Hier ist noch ein bisschen Anzuchtsubstrat, wo die Pflanze als Baby drin gewachsen ist, bis sie dann so weit war, dass sie blühfähig ist. Hier sind noch vertrocknete Wurzeln, die kann man abschneiden, mehr würde ich auch nicht abschneiden. Also Wurzelschnitt ist etwas gefährlich bei Orchideen, auch nicht unbedingt empfehlenswert. Hier ist auch noch ein bisschen vertrocknet. Hier diese Wurzel, die auch nicht mehr so gut dran hält, wo auch schon schwarze Stellen hat, die kann man auch noch abschneiden. So gesehen hat die Pflanze jetzt im Vergleich zu diesen Pflanzen auch nicht mehr allzu viel Substrat, bedeutet aber auch, sie passt in den alten Topf. Nochmal Kontrolle, dass auch das ganze Kaputte weg ist, nichts mehr Fauliges an der Pflanze ist. Und dann kann man das Ganze hier einsetzen und mit Orchideensubstrat auffüllen. Im Gegensatz zu Colomi kann man jetzt hier praktisch schon ein bisschen nachstopfen, muss aber auch nicht sein. Also man kann das relativ locker machen. Jetzt das Ganze eingetopft. Schaut ganz gut aus und so kann man es jetzt lassen. Die nächsten paar Tage lässt man das jetzt ohne frischem Angießen, sondern gießt erst nach knapp einer Woche und das hält die Pflanze auch so lange aus. Das heißt, wir haben jetzt die nächste Orchidee umgetopft, gehen jetzt zur Odontoglossum über. Hier ist es das Gleiche. Die sind jetzt schon alle aus dem Substrat raus und man erkennt das daran, dass die beste Zeit zum Umtopfen ist, wenn an der Pflanze Neutriebe entstehen, was wir jetzt hier sehen können. Hier haben wir Neutrieb, hier haben wir Neutrieb. Und hier gilt beim Umtopfen ganz, ganz wichtig, dass man alles, was vertrocknet ist, schon einmal entfernt. Das gilt auch für die alten Blütentriebe. Potenziell kann nämlich hier so etwas, was alt ist, schneller anfangen zu faulen oder zu schimmeln. Und das ist genau, was man nicht möchte. Man kann jetzt hier an der alten Bulbe theoretisch auch dieses Blatt direkt entfernen. Muss man nicht, kann man machen. Schadet auf jeden Fall erstmal nicht. Dann diesen alten Blütentrieb weg. Wenn jetzt, wieder erwarten, die alte Bulbe bricht, also sprich sich von der noch vorhandenen Restpflanze lösen sollte, könnte man die problemlos zum Vermehren nehmen. In dem Fall wäre hier sogar schon ein Neutrieb enthalten, vorhanden, und den könnte man dann entsprechend nutzen. Die Wurzeln hier sind jetzt praktisch alle vertrocknet, weil die Pflanze relativ lang trocken stand. Aus dem einfachen Grund, die hat ja sowieso groß nichts gemacht, weder Blütentrieb angesetzt noch sonst wie. Das passiert ja alles mit dem Neuaustrieb. Das heißt, wir schneiden hier diese ganzen alten Wurzeln weg, denn an den Neutrieben werden diese ganzen neuen Wurzeln kommen. Hier sieht man schon, die ersten Wurzeln kommen schon, und je mehr Platz die haben, umso besser können die sich dann auch ausbreiten. Und wichtig ist auch, diese braunen Stellen wegmachen, weil dann können die Wurzeln auch entsprechend leichter nach draußen wachsen. Die Pflanze ist relativ trocken, was daran lag, dass sie eben jetzt auch eine Zeit lang trocken stand. Theoretisch wäre der ursprüngliche Topf jetzt sogar in Anführungsstrichen zu groß, aber das macht nichts. Bei Pflanzen, die sympodial wachsen, also wo immer ein neuer Trieb kommt, setzt man die Pflanze nach dem Umtopfen oder während des Umtopfens direkt an den Rand und füllt den Topf dann auf. Dann drückt man das Ganze fest. Und dann ist die Pflanze auch schon entsprechend
umgetopft. So schnell geht das. Ihr seht schon, jetzt haben wir die vierte Pflanze bereits umgetopft und wir kommen jetzt praktisch zur letzten Pflanze und nämlich in diesem Fall der Cattleya. Ich schiebe jetzt erst einmal alles hier zur Seite. Hier seht ihr wunderschön am Blühen die blaue Violacee-Hybride. Bei der Cattleya ist das so, ähnlich wie bei der Odontoglossum oder Oncidium oder eben allen anderen sympodial wachsenden Orchideen. Man erkennt den Zeitpunkt des Umtopfens daran, sobald man einen Neutrieb findet. Jetzt sucht man hier rum und stellt fest, hier ist ein Neutrieb, hier kommt was raus. Bedeutet, auch diese Pflanze pflanzt man so ein, dass der Neutrieb in die Richtung wächst, wo am meisten Raum verfügbar ist. In dem Fall, also diese Cattleya wird sehr viele Wurzeln ausbilden, wahrscheinlich auch noch zwei, drei weitere Triebe bringen. Kann man ruhig einen etwas leicht größeren Topf nehmen. Und dann stopft man diesen Topf praktisch voll. In dem Fall hat man jetzt sogar den Neutrieb im Topf vergraben. Was nicht so schlimm ist, weil der wird bis zur Topfwand im Notfall wachsen und dann sich nach oben drücken. Sollte es vorkommen, was bei dieser Pflanze auch schon passiert ist, dass sie dazu tendiert, dass der Neutrieb praktisch in den Topf wächst und sich nicht mehr heraus orientieren kann oder keinen Weg mehr nach draußen findet, dann ist das in diesem Fall sogar besser, die Pflanze in ein Körbchen zu pflanzen und aufzuhängen oder aufzubinden. Das wäre zum Beispiel auch gut. Wobei so eine große Pflanze mit Aufbinden ist schon ein bisschen schwieriger. So, das war es an für sich auch schon, dass wir die Pflanzen umgetopft haben. Einmal die Cattleya, die Odontoglossum, die Phalaenopsis, die andere Phalaenopsis und die Phalaenopsis in Colomi und im Orchitop. Ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Orchideen umtopfen, Orchideen kultivieren, Orchideen gießen, kommt im nächsten Video. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich schaue, dass ich das Video kurzfristig bringe. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal und tschüss.